So, und willkommen zurück zu einer neuen wunderbaren Aufnahme hier von City Skylines im Anschluss direkt zu den letzten beiden. Die letzte Folge ist ein bisschen gekürzt worden, wegen extremster Überlänge. Deswegen kann es sein, dass ihr halt beide Parts anschauen musstet, um halt mitzukriegen, dass das halt zwei Folgen waren. Ja. Passt irgendwie. Auf jeden Fall habe ich eben gerade hier das Wasserleck behoben, was wir da hatten, und wir wollen in dieser Folge hier die Verbindung herstellen zwischen den beiden Abschnitten, die wir hier haben. Den oberen Abschnitt haben wir ja erst in der letzten Folge errichtet und somit dann ja noch nichts wirklich groß damit gemacht. Mit dem Abschnitt, das ist ja jetzt alles hier die Zeit, wo wir dann anfangen wollen und dann hier halt den Verkehr hinbringen. Ach, da ist das Krematorium. Ich denke mir gerade so, wieso kann ich denn da nichts bauen? Weil da kann ich auch nichts bauen, wenn da ein Krematorium im Weg ist. So, Ort ist bereits belegt. Was? So. Und dann wollen wir doch hier runter. Und dann nutzen wir doch hier aber auch die Verbindung. Ich muss ja erst die Halterung setzen, damit wir dann hier auch hoch können. Genau. So. Machen wir doch hier einfach jetzt eine schnieke Kurve rein. So eine sanfte. Machen wir. Das wollte ich nicht. Gott sei Dank ist das ja hier an zwei Stellen angeschlossen. Jetzt wäre ich jetzt nämlich schon wieder ziemlich blöd dran. So, so geht das dann auch noch. Von den Überläufen und sowas. Kann man halt hier noch so ein bisschen nachjustieren. Muss man dann halt hier auch mal gucken, was man hier noch so hinterkloppt. Hier haben wir ja halt die Möglichkeit, im Moment noch hochzubauen oder halt alles flach zu lassen. Je nachdem, wie wir das machen, richtet sich halt auch der Baustil dran. Von der Region hier. So. Dann haben wir hier jetzt erstmal so eine kleine Ebene erschaffen, auf der dann halt auch was drauf sein kann oder ist. Müssten wir dann noch mal gucken, ob wir das nicht sogar vielleicht noch eine höher kriegen. Das heißt, okay, das geht also schon mal nicht so wirklich. Ja, so ist das aber eigentlich auch okay. Dann fügen wir doch einfach hier so ein bisschen das rein. Hier oben lassen wir das. Dann machen wir hier einfach auch wieder normal das rein. Dann haben wir ja hier auch schon mal den schönen Nutzen dahinter. Wenn wir jetzt hier drüben eine Verbindung können, das könnten wir eigentlich hier rüber noch ausbreiten. Oder müssten wir dann halt da unten durch. Der hat sich mit der Eisenbahn eben gezankt. Deswegen war das eben so ein komischer. Komischer Wink. So. Nee. Dann wollen wir doch nochmal gucken, wie sieht denn das hier aus? Hier ist die U-Bahn-Station im Weg. Wie machen wir das denn jetzt? Das war. Muss ich hier oben drüber eine Brücke bauen?
so. Ja, lassen wir einfach die Brücke da so, wie sie jetzt ist. Dann können wir hier noch so ein bisschen aufforsten. Da haben wir auch noch nicht so viel. Dann zimmern wir hier halt immer noch so ein bisschen Grün mit rein. Weil man will ja auch die Stadt so ein bisschen verschönern. Dem, was wir hier machen. Und die Stadt in eine grüne Richtung bringen. So. Dann haben wir da auch mindestens schon mal das Ganze so. Leider kann man hier nicht sagen, wie die Züge halt wirklich fahren sollen. Also welche Gleise und sowas. Aber da unten sehe ich gerade das erste Mal Leute stehen. Ah, hier stehen sie an der Bushaltestelle. Da kommt der Bus. 108 Leute. Was? Der hat eben gerade einen kompletten Bus voll gemacht. Okay, wie gut, dass wir doch die großen Busse hier haben. Das wäre, glaube ich, nämlich überhaupt voll. Da entfernen wir einfach mal die die Ampeln. Ich musste gerade überlegen. Genau, hier fährt dann dieser österreichische Lenk. Da fährt wieder die U-Bahn. Hier stauen die sich wieder. Ist ja mal wieder vorzüglich. Dann entfernen wir das auch einfach mal. Genau, dann sollte ja hier langsam der Krankenbedarf sinken. Hier oben kann man ja noch mal ein Krematorium oder so hinsetzen. Genau, hier oben müssen wir dann auch noch mal gucken, ob wir die nicht einfach ausschalten. So. Und stehen die auch. Aber 30 von 30 ist schon voll. Kann doch ein bisschen viel sein, was da im Moment abgeht. So. Aber was können, machen wir dann hier aber auch noch eine Linie. Einmal klein bei. Dann haben wir da auch noch den Verkehr mit eingebunden. Da müssen wir nur schauen, dass wir hier irgendwie auch hier hinkommen. Aber dafür müssten wir halt die Wache erstmal in Dunkelfahr rutschen. Dann kann man die halt gleich wieder hier unten dran setzen. Ja, lassen wir die da. Und dann sagt man hier zum Beispiel nochmal. Okay, nee, einzigartige Gebäude. Gucken, was wir hier so hinpflanzen können. Das ist auf jeden Fall ein Gebäude. Transportturm. Der müsste eigentlich hier vollkommen rein. Vollkeulen. So. Dann haben wir das mindestens gelöst. Müssten wir hier eigentlich auch nochmal irgendwie so eine Einkaufspassage reinbauen. Zum Beispiel hier hinten oder so. Was ist denn das hier? Große Bibliothek. Boah. Nimmt hier so ein ganzes Eck ein. Ist zu groß dafür. Lol.
genau zu den Bauern. Ist auch nicht unbedingt jedermann. Jedermanns Sache hier. So, da wir das Gebiet ja nach da eh noch erweitern. Setzen wir das doch einfach dahin. Dann haben wir hier so eine riesen Bibliothek. Ich auch mal was anderes ist, anstatt immer diese schönen Standardhäuser hier hinzusetzen. Machen wir dann einfach alles mal eine Version größer. Genau, hier können wir dann halt auch nochmal die Straße upgraden. Wir sehen ja, was das da für eine war eben. Hier hatten wir auch schon die mit Bäumen drin, also das ist ganz okay. Genau. Hier hat sich halt die Industrie ein bisschen weiter ausgebaut. Leute, wir haben den Bahnhof abgerissen. Lol. Wann haben wir die denn ab? Wann haben wir ihn denn abgerissen? Okay, das verwundert mich jetzt. Haben wir den abgerissen? Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir den nicht abgerissen hatten. Okay, dann lassen wir den so. Da kommen auch die nächsten Schiffe an. Jetzt sieht ja auch alles so schön aus hier im Moment. Genau, und das ist ja. So, da ist gerade die Platte schön vollgelaufen. Das heißt also, wenn ich lang genug aufnehme, dann ist auch mal die Platte voll. Ich habe das gerade eben mal exportiert auf meine Spielefestplatte. Ich hoffe, dass das jetzt hier nicht allzu sehr überhand nimmt. Und ja. Das heißt also, wir sollten da ein bisschen drauf Acht geben, wie lange wir denn wirklich aufnehmen. Weil ab und zu kann man es auch ausreizen, wie eben gerade, dass dann einfach die Festplatte voll ist und dann gar nichts mehr läuft. Das sind, glaube ich, alle welche, die auf auf Öl gehen, die alle hier. Auf Öl. Aber Öl müssten wir hier oben anfangen. Öl. Da. Das heißt also, in dem Bereich ist hier schon mal Öl. Und das heißt, hier müssten. Wir müssten. Hier die Autobahn mal ziehen. Sollten wir noch mal richten. So, dann müssen wir den aber hier unten auch noch mal richten, weil der ja dann auch nicht gerade war. Machen wir das doch einfach erstmal so. Eigentlich müssten wir die ja hier weiter hinführen. Oh ne, wir nehmen die hier und lassen die dann aber hier drüben auslaufen. Das hat dann halt hier auch ein bisschen Industrie. Hier muss ja irgendwas sein. Da unten ist noch Forst. Da unten ist auch noch Öl. Das heißt also, hier könnte man dann auch nochmal auf die Öllinie drauf zugreifen. Hier ist irgendwie der Berg noch unpassend. Den könnten wir dann eigentlich auch nochmal weggradieren. Dann haben wir das nämlich auch. Ich will jetzt hier einfach erstmal eine gerade Strecke.
Dann kann man nämlich hier einfach sagen, okay, sorry, aber ich brauche euch hier nicht. Eins. Okay, wir müssen doch einmal einen nach unten bleiben. Dann können wir einen nach oben, dann können wir nämlich hier auch rüber. Dann können wir da auch wieder nach unten. Dann können wir hier einfach sagen, okay. So. Nee. Dann sollst du hier Abfahrten erstellen. So. Dann haben wir den Teil ja auch schon. Dann brauchen wir hier auch noch mehr Straßen. Das heißt, du gehst nach da, du gehst nach da. Du wirst wegradiert. Obwohl, nee, wir können ja hier eine kleinere machen. Und dann lassen wir dich doch hier einfach um die Ecke gehen. Sagen dann meinetwegen, okay, da du ja hier alles schon gut gemacht hast, bekommst du halt hier die Möglichkeit, dein neues Land zu nutzen. Dann brauchen wir erstmal den ganz großen Kreis, weil jetzt ja hier Öl hinkommt. Das hier alles ist Ölgebiet. Jetzt kann man hier noch oben das wegmachen vom Rand. So, dann sagen wir hier Öl, dann setzen wir hier einfach Industrie rein. Und wo war jetzt hier Gestein? Gestein, ah, Gestein war sogar hier vorne schon, das heißt, ich muss dich eigentlich sogar noch mal ein bisschen kürzen. Das heißt, du gehst weg. Dann machen wir hier aber auch schon einen Knick rein. Zack. Dann nutzen wir das doch einfach so. Da kommt hier einfach ein neues Gebiet dran. Welches dann das Gesteinland wird. So. Naja, nicht ganz, aber so halbwegs, ne? Passt das schon. Nee, ich will hier ausweiten. Machen wir das doch hier einfach so, dass wir dann hier das so machen, dass dann hier Stein reinkommt. Das passt jetzt auch schon wieder nicht ganz. Weil hier schon wieder ein anderes Gebiet anfängt. Ah, fast passt das aber. So. Wenn dann jetzt hier bitte mal gebaut werden sollte, dann bin ich ja auch schon überglücklich, dass das hier passt. So. Mich wundert, dass das alles funktioniert mit Tiefbau. Sogar mit den Wasserkanälen hier, die wir die ganze Zeit bauen, obwohl ja hier mit dem Wasser eigentlich irgendeine Straße kollidieren müsste, wenn die runtergeht oder sowas. Also da haben, glaube ich, die Entwickler nicht so ganz drauf geachtet, dass da auch vielleicht ein paar Unstimmigkeiten sind. Genau, hier oben haben wir ja die Straße noch endend. Das heißt, wir müssen auch mal gucken, ob wir nicht hier zwischen einfach eine Straße durchziehen. Das heißt also, da beginnt bis hier vorne halt hin. So.
So, dann haben wir da auch schon mal den Teil fertig. Dann sollten wir eigentlich mal hinkommen. Weil wir brauchen dringend Ressourcen. Sehen wir hier immer wieder. Die Hälfte der Gebäude wird meist neu gebaut, weil einfach keine Ressourcen da sind. Das heißt wirklich, wir leiden am Mangel unter den ganzen Sachen hier. Genau. Aber wir kriegen halt nicht genug rein. Wir bräuchten dann, glaube ich, mehr Züge oder sowas. Dann sollten wir das hier auch mal bald verbinden. Und dann mal schauen, dass wir das dann da hochbekommen. Genau. Hier unten, das passt ja soweit. Hier oben, das neue Gebiet, hält sich auch schon gut. Ist kein Verkehrschaos. Alles easy. Könnten wir hier eigentlich wieder die Ampeln reinmachen. Und hier oben machen wir dann auch mal die Ampeln vorerst wieder rein. Da sind zwei, da sind neun in Verwendung. Aber wir haben knapp die 62.000 gehabt, nur dass wir jetzt gerade Leute verlieren, komischerweise. Obwohl das eigentlich nicht sein sollte. Okay, also damit die Industrie sich hier freuen darf. Dafür bekommt ihr halt hier die Feuerwehr. Und ein Krankenhaus. Das Krankenhaus geht dann aber da rein. Und jetzt wollen die nur noch Strom. Der Strom heißt ja, wir müssten einfach hier oben irgendwie was hinkriegen. Das hinkriegen wird, glaube ich, nur das Schlimmste. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie wir da überhaupt Strom hinbekommen sollen. Weil ich das ja so halbwegs realistisch haben will. Das heißt also, ich darf dann hier erstmal die Industrie kommt. Geht doch. Hier wird er jetzt auch nochmal dran bauen. Hier kann ich das nämlich einfach abreißen. Die bauen jetzt leider nach oben erstmal. Nee. Doch. Mist. Dann reißen wir das trotzdem erstmal hier ab. Kann man ja immer noch dahin die Strecke setzen. Dann haben die da halt auch noch ihr Land zur Verfügung, was sie nutzen können. Und dann sollten wir in der nächsten Folge hier auch schon die ganzen Sachen haben. Und das heißt also von Ölpumpe über alles Mögliche hier das Gebiet. Eigentlich müssten wir sogar nur bis hier in das Ölgebiet machen. Fällt mir so auf. Das heißt also, wir canceln das Gebiet hier. Und bereiten das Gebiet hier aus. So. So. Hatten wir hier noch irgendwo? Das kann, geht eigentlich noch da weiter runter, lol. So, dann heißt das, ihr könntet da eigentlich erstmal noch weiter pumpen, wenn ihr wollt. Nur hier drüben kommt dann die Industrie rein mit Stein und sowas. Und jetzt müssten dann nur die ersten Fahrzeuge hinkommen. Und dann sollte es da auch weiter rund gehen. Und wenn das dann leer ist, dann müssen wir uns hier
oben halt einen riesigen Eisenbahnumschlagplatz bauen. Wir haben da ja zwei Eisenbahnverbindungen, also 2x2 plus halt die Anbindung nach hier unten. Was ja auch nicht schlecht ist. Das heißt also, wir legen dann einfach hier oben die Eisenbahn erstmal rum. So. Dann kann man hier unten meinetwegen sogar durchgehen, so wie das ausschaut. Oder? Genau. Kann man hier unten durchlaufen. Wo man dann halt wirklich da ist. Dann baut man hier unten halt nochmal zwei, drei hier Bahnhofsbrücken. Oder sowas. Schaut dann einfach mal, wie weit das hier geht. Genau, hier oben bauen sie dann halt noch mehr. Das passt auch besser. Jetzt haben wir da das Ganze schon drinne. So, aber ich würde sagen, das war es dann erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dabei seid. Wann die kommt, weiß ich noch nicht. Weil halt immer noch die Prüfungen gerade sind. Falls ihr dieses Video, also falls ihr die Infovideos von den paar Tagen zuvor geschaut habt. Und ja, das war's dann. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sehen uns das nächste Mal und ciao.